EA Sports. Ich fake das Game. Moin Leute, Michi hier. Ich habe den SSV Hearthstruck in FIFA 23 erstellt und werde ihn jetzt gegen D-Day Sports im Champions League Finale antreten lassen. Lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da und verbreitet das Video, wenn ihr Bock drauf habt, damit viele Leute es sehen. Ist ganz witzig eigentlich, finde ich. Das Ganze ist nur auf dem PC per Modding möglich. Ich werde dazu in nächster Zeit noch ein Tutorial machen. Keine Sorge, das kommt schon noch. Ich muss nur mal gucken, wie ich das zeitlich hinkriege. Bisher hat es noch nicht reingepasst. Beim letzten Video habt ihr bereits die Mannschaft von D-Day Sports gesehen. Und hier ist die Mannschaft von Trimax. Ich habe Eintracht Braunschweig ersetzt, wie ihr vielleicht an der Bank feststellen könnt. Ich habe noch nicht den ganzen Kader. Das ist ein bisschen viel Arbeit. Ich wollte jetzt das Video machen. Deswegen habe ich jetzt erstmal die Startelf mehr oder weniger gemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob das passt. Also ich glaube, er hier hat eigentlich auch mal Sechser gespielt. Also ganz sicher bin ich mir nicht. Ich weiß, dass der Bruder von Trimax mit der beste Fußballer ist, würde ich sagen. Mit ihm hier, Alexander Keck. Aber egal, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein ins Champions League Finale gegen D-Day Sports. Ja, irgendwann wird das passieren. Kapi. So, hier seht ihr nochmal die Trikots und wir gehen rein. Kacke, ich habe den Kapitän nicht geändert. Das ist eigentlich Trimax und Alieu. Aber gut, egal. Da seht ihr auch, diesmal habe ich die Banner nicht geändert. Eintracht Braunschweig Banner bei dem SSV Hearthstruck. Aber ihr seht die Choreografie der SSV Hearthstruck Fans und der D-Day Sports Fans im Hintergrund auch. Wunderschön mit dem Logo hier im San Siro, altehrwürdiges Stadion, wo ich dieses Jahr tatsächlich im Urlaub war. Also während einem Spiel tatsächlich. Ja, mal gucken, wer sich hier durchsetzen wird. In echt haben die beiden Teams, glaube ich, noch gar nicht gegeneinander gespielt. Wird aber wahrscheinlich irgendwann mal passieren. Wahrscheinlich eher nicht im Champions League Finale. Aber egal, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Ich hatte Lust drauf. Hier seht ihr die Mannschaft von Trimax. Auf der anderen Seite D-Day Sports. Amar mit dabei. Ich hoffe, er ist es ja gerade auch. Ah, ich finde, manche sind schon gar nicht so schlecht geworden. Aber es ist halt unmöglich, da komplett nah ranzukommen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Was machen Sachen? Puma-Logo, schwer. Da habe ich einen Fehler gemacht. Aber egal, hier, um das Ding geht's. Champions League-Finale. Das ist die Aufstellung. Aber die überspringen wir jetzt mal. So, Anpfiff. D-Day Sports gegen den SSV Hearthstruck. Wir in Blau von links nach rechts. Ich finde es aber wirklich witzig, dass es wirklich oft zu sehen ist, was so die Aufgabe von Trimax ist oder was er sich zur Aufgabe macht. Und zwar den Ball wirklich festmachen und klatschen lassen. Das ist tatsächlich sehr auffällig, finde ich. Bin gespannt, ob es hier auch so viel Spaß macht, wie mit D-Day Sports gegen Real Madrid zu spielen. Auch hier habe ich fast nichts an den Gesamtstärken geändert. Das ist die Möglichkeit für Sydney. Sydney sieht Bilal. Ah, schwacher Abschluss, muss man mal sagen. Ich werde auch irgendwann noch ein Video machen, wo ich die in irgendeinen Karrieremodus packe. Aber da muss das noch ein bisschen ausgewogener sein. Ich muss den Kader fertig haben. Ich muss die Gesamtstärken besser anpassen, damit das auch nur irgendwie Sinn macht. Weil hier hat keiner eine 60, seien wir mal ganz ehrlich. Aber da ist Niki Stemmler. Erste Chance für uns. Heißt doch Niki Stemmler, oder? Ich glaube schon. Oh, oh, Bieler mit der Chance. Und die erste Parade. Alexander Keck. Richtiger Keck. Und die nächste Gelegenheit. D-Day Sports aktuell besser. Aber die Parade von unserem Keeper, dessen Namen ich gerade nicht weiß. Ein anderes Wort für gut. Schlecht. Ja, Trimax einfach im Abseits. Ja gut, vom Nahen sieht er natürlich null aus wie Trimax. Sind wir mal ganz ehrlich. Aber von oben finde ich schon ein bisschen. Allein wegen Statur und der Nummer und so und den richtigen Schuhen sieht das von oben schon so aus, als könnte das gerade Trimax sein. Auch das hier könnte Amar sein. Boah. Amar einfach ein Künstler am Ball. Schön. Alexander Keck, ich dachte, ich schieße einfach mal. Aber naja, als ob er sich jetzt verletzt hat. Ecke Trimax. Kommt gar nicht schlecht. Riesengelegenheit. Und da ist Alexander Keck. Boah, was eine Chance. Wird aber nichts. Und D-Day Sports hat den Ball. Und das ist die Chance für D-Day Sports. Und die Parade. Ich kann ihn nicht auswechseln. Geht nicht. Ich habe, glaube ich, nur einen auf der Bank. Und das ist Rumatra. Und den kann ich nicht in die Innenverteidigung stellen. Unser Torhüter Kevin Adler mit der Parade. Da gibt es die Chance. Torunariga, 43. Minute. Irgendwie trifft nie jemand von den großen Namen quasi. Bilal, Sydney, Eli, nie. Immer nur der ehemalige Profi. Der Bruder von Jordan, Torunariga. Mit dem 1:0 für D-Day Sports. Halbzeit. 1:0 für D-Day Sports zur Pause. Aktuell sieht es da aus, als ob die Champions League-Sieger werden. Ah, da habt ihr wieder die Faden gesehen, die ich rein editiert habe. Ach, ich find's witzig. Ja, Braunschweig gegen Klusch. Man kennt's. So, zweite Halbzeit.
Wir müssen ein bisschen mehr machen. Offensiv ist das echt schwierig bisher. Das ist die Chance. Sydney scheitert an unserem Keeper Kevin Adler. Und jetzt gibt es den Wechsel. Chef Strobel geht raus. Humatra kommt rein. Da ist er. Ja, Brille konnte ihn nicht reinmachen. Oh, was eine Chance. Und da ist das 2:0 für Delay Sports in der 51. Spielminute. Vorbereitet, glaube ich, von Sydney. Und wer die Nummer 31 ist, kann ich euch leider gerade nicht sagen. Langer Ball. Auf Sicker. Also wenn ich zum Abschluss komme, dann wirklich nur aus einer ganz, ganz weit entfernten Entfernung. Das ist nicht so stark bisher. Nee, das ist es nicht. Das ist Bilal mit dem Schuss an die Latte. Und das sah ganz merkwürdig aus, aber wir haben den Ball. Boah, ist das schlecht. Ist das schlecht. Da ist Kevin Pannewitz mit dem Lupfer. Ja, ein bisschen abgehoben. Alexander Keck. Amar. Trimax. Amar. Digga, ich habe nicht mal gefährliche Szenen hier. Amar übrigens mit seiner Trikotnummer, absolute Comedy-Legende. Kappa. Wie so ein 12-Jähriger. Aber gut. Ja, jetzt muss langsam mal was kommen hier von den Männern aus Hamburg vom SSV Hardstack. Auch mal die Kontergelegenheit über Humatra. Humatra. Ah, Trimax unten wieder. Sehr stark. Nein, das wäre fast die Chance gewesen für Trimax nochmal irgendwas draus zu machen, aber es wird nichts werden. Ja, jetzt vielleicht nochmal Humatra. Boah, starkes Pressing. Starkes Pressing von Humatra. Trimax versucht es einfach mal. 88. Spielminute, Riesenchance. Aber stark gekämpft von Humatra, muss man mal sagen. Trimax, nochmal mit dem Abschluss. Ja, er ist immerhin der gefährlichste Spieler hier von uns bisher. Mit den meisten Abschlüssen. Ja, jetzt gibt es nochmal den Abschluss, aber das Ding wird gelaufen sein. Das Ding geht hier scheinbar. Außer ich mache ein Fußballwunder an Delay Sports. Ja, nochmal der lange Ball auf Trimax. Der setzt sich auch nochmal durch, Trimax mit der Riesenchance und er vergibt sie. Jetzt läuft die Nachspielzeit schon. Julius Nissel läuft nochmal, wird nochmal abgegrätscht. Die Braunschweig- bzw. SSV Hardstack-Fans sind sad, aber was will man machen? So, das war's. Delay Sports gewinnt die Champions League in diesem Video gegen den SSV Hardstack. Und kann sich jetzt hier im San Siro feiern lassen. Und kriegt den Henkelpott gleich überreicht. War tatsächlich echt eindeutig, muss ich sagen. Ich hatte nicht so gute Chancen, obwohl die Mannschaft von Delay Sports hier jetzt auch nicht überragend ist. Aber ich hatte ihm nicht viel entgegenzusetzen. Ja, da sieht er den Champions League Pokal, der jetzt gleich hier entgegengenommen wird. Ja, das ist jetzt ein bisschen dumm. Sydney ausgewechselt, jetzt ist er nicht mehr Kapitän. Lost. Na, der Torwart ist Kapitän hier. Frederik Mittelstädt, Bruder von Maxi Mittelstädt. Kriegt den Champions-League-Pokal hier und darf ihn in den Mailänder Nachthimmel recken. Nach einem Sieg gegen den SSV Hardstack. Und die laufen nochmal hier vor die Kurve. Und lassen sich feiern. Nach einem verdienten Sieg. Oh, ihr seht das nochmal richtig gut. Ja, ist schon witzig. Das ist schon witzig. Gut, wie gesagt, dazu wird es demnächst auch ein Tutorial geben. Könnt ihr euch darauf einstellen, das wird kommen, keine Angst. Das werdet ihr nicht vergessen. Ich weiß nur noch nicht ganz genau wann, aber es wird kommen. Safe. Ich habe gerade nur zeittechnisch echt Probleme. Bin froh, dass ich es jetzt irgendwie hinbekommen habe, wenigstens den SSV Hardstack auch zu erstellen. Ich habe darüber nachgedacht, auch die Sidemen zu erstellen. Sidemen FC, falls da jemand Interesse daran hat. Mal gucken. Und Eli Geller und Co. lassen sich feiern. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Haut rein. Bis dann.